Heute besichtigen wir den Leuchtturm Dicke Bertha. Man gelangt durch die Eingangstür in das Erdgeschoss. Wir befinden uns jetzt im Maschinenraum. Hier gibt es eine stillgelegte Schalt- und Zählertafel mit Hausanschluss, einen neuen Elektroanschluss, einen großen Druckluftkessel, eine Kolbenwasserpumpe, einen Kommodenschrank, ein Stau- und Umkleideschrank sowie einen Druckluftkolbenkompressor mit Schwungrad und Handkurbel, der für den Betrieb der Otterblenden erforderlich ist. Die erforderliche Druckluft musste anfangs vom Leuchtturmwärter in den Druckluftkessel manuell gepumpt werden. Erleichterung brachte später ein elektrisch betriebener Druckluftkompressor. Der manuell betriebene Druckluftkompressor blieb für den Notfall bzw. Stromausfall erhalten. In der zweiten Etage konnten sich die Leuchtturmwärter aufhalten oder sich zur Ruhe legen. Im Raum steht ein Tisch, der für Büroarbeiten genutzt wurde, ein Kommodenschrank, ein Stuhl, der durch Umklappen in eine kleine Trittleiter verwandelt werden kann. Ein Radio für den Leuchtturmwärter. Später stand hier auch ein Fernsehgerät und selbstverständlich auch ein Telefon. Das Telefon diente für den Notfall, falls zum Beispiel ein Schiff vermisst wurde, um die erforderlichen Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Eine fest eingebaute doppelstöckige Koje mit diversen Bord- und Schrankflächen gibt es hier auch, weil die Leuchtturmwärter nicht bereit waren, die Betten zu teilen. Jeder Leuchtturmwärter konnte sein eigenes Bett benutzen. Die Erstbefeuerung der Dicken Bertha war am Donnerstag, den 25.11.1897. Das Unterfeuer stellte für die Elbe-Seefahrt ein wichtiges Sicherheitsmerkmal dar. Der Turm wurde zusammen mit der besonderen technischen Konstruktion ein Wahrzeichen. 1983 wurde der Turm außer Dienst gestellt. In einem Interview erfahren wir nun mehr Informationen über die Dicke Bertha. Guten Tag, mein Name ist Nico Kutzner, ich begrüße Sie zum Interview. Ja, ich begrüße Sie auch, Herr Kutzner, mein Name ist Buck. Ich bin Mitbegründer des Fördervereins. Könnten Sie kurz etwas über die Dicke Bertha erzählen, zuerst über die Geschichte der Dicken Bertha? Der Turm wurde gebaut 1897, das war zur Kaiserzeit. Da wurde auch der Nord-Ostsee-Kanal gebaut, früher Kaiser-Wilhelm-Kanal. Da wurde auch Wilhelmshaven aus dem Boden gestampft. Deswegen Wilhelmshaven, Kaiser Wilhelm, dieser Zusammenhang. Und weil die Flotte ja unheimlich aufgerüstet wurde, brauchte man auch sichere Seewege und deswegen die Leuchttürme, die dann zu der Zeit alle erstellt wurden, um die Seewege sicher zu machen. Das war so geschichtlich gesehen. Bis 1983 war der Turm in Betrieb, dann wurde er außer Dienst gestellt, sollte verschrottet werden. Dann haben wir uns als Förderverein gegründet und mit vielen Hürden, die wir nehmen mussten, bürokratische Hürden auch, ist es dann gelungen, den Turm auch unter Denkmalschutz zu stellen. Das heißt, er durfte dann nicht mehr verschrottet werden. Das ist ja wichtig. Absolut wichtig, dass er hier stehen bleiben konnte. Er sollte ursprünglich ja irgendwo anders aufgestellt oder verschrottet werden. Damit war das schon mal gesichert, aber dann ging es mit der Arbeit los. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie einem Rechtsanwalt kein Schweißgerät in die Hand geben können. Das kriegt er nicht hin. Nein. So waren wir zuerst 12 aktiv hier tätig, handwerklich.
Nachher waren es noch zwei. Und es war eingerüstet, der Turm. Und ja, die haben vielleicht alle darauf gehofft, die zwei schmeißen noch das Handtuch, haben sie aber nicht gemacht. Mein Kollege, leider jetzt schon über 90 Jahre alt, hat damals fleißig mitgearbeitet, sodass wir dann langsam den Turm vorzeigbar kriegten. Das begehbar war auch alles für die Besucher. Aber im Hintergrund hatten wir dann immer auch politische Unterstützung. Das ist auch sehr wichtig. Absolut. Dann kriegten wir aber auch, hatten wir Sponsoren, zum Beispiel auch Stadtsparkasse und andere Sponsoren auch, die interessiert waren, dass wir finanziell da über die Runden kamen mit dem ganzen Unternehmen. Es hat sehr lange gedauert, die Instand, weil wir es nebenberuflich gemacht haben. Ich war da noch in Lohn und Brot und konnte nur sonnabends hier tätig werden. Und in der Woche habe ich dann von meinem damaligen Arbeitgeber aus telefonisch Bestellungen gemacht, per Fernschreiben Skizzen geschickt. Und also auch ehrenamtlich? Alles ehrenamtlich gemacht, ja, ja. Keine Bezahlung, Geld war ja nicht da. Genau. Woher wussten die Schiffe, dass sie im Bereich des Leuchtturms waren? So genau Sektorenfeuer. Dieser Turm ist ja in den Seekarten verzeichnet und ja. Hat ja eine besondere Kennung durch die Otterblenden, das Blinken machen die ja. Und dieses Blinken ist die Kennung des Turms, die ist wieder in der Seekarte verzeichnet und jeder Kapitän konnte im Dunkeln mitzählen. An, aus, an, aus, an, aus und eine Pause. Und an, aus, wieder Pause. Und dann wusste er, das kann nur der Turm sein. Weil sie im Dunkeln können sie ja sonst nicht sehen. Hier zwar gibt es auch ein Feld, eingeglast, grün und rot und in der Mitte weiß. Und das ist die Position, wo der Kapitän den Kurs ändern muss, weil die Elbe hier einen Bogen macht. Das sind drei Funktionen, die der Turm hatte. Welche waren das? Elbabwärts die Otterblenden, Elbaufwärts die Otterblenden und quer als Quermarke, wo der Kapitän den Kurs ändern muss. Wenn er aus dem Farbfeld ins Weiße kommt, kann er seitlich sehen, dann muss er den Kurs ändern. Weil die Elbe macht hier einen Bogen. Welche Funktion hatte die Dicke Bertha? Dicke Bertha war das Unterfeuer zur schlanken Anna. Die schlanke Anna stand ein Stück weiter südwestlich und wurde verschottet. Die war 30 Meter hoch, während dieser Turm 15 Meter hoch ist. Und dieser Turm blieb noch stehen als Quermarke. Ja. Die Otterblenden hatten keine Funktion, weil es ja die neuen Türme gab, die schwarz-weißen. 1983 war dann ganz Schluss. Da sollte dieser Turm auch verschottet werden. Und deswegen haben wir ja den unter Denkmalschutzstellen. So kann der nicht verschrottet so werden. So durfte er nicht mehr verschrottet werden. Hier gibt es die Notbeleuchtung mit Gas. Und die konnte man umstellen, wenn Elektrostrom ausfällt, konnte man auf Gasbetrieb umstellen. Das ist ja auch wichtig, falls mal der Strom ausgefallen ist. Darf nicht ausgehen, ne? Nein. Vielen Dank. Bis zur Außerdienststellung war der Leuchtturm mit Leuchtturmwärtern besetzt, die im Winter eine Dienstzeit von 18 Stunden hatten. Es musste sichergestellt werden, dass die Lampe brannte und auch Reparaturen waren vorzunehmen. Ein Spiegelsystem ermöglichte es dem Leuchtturmwärter vom Turmzimmer aus, die Lampe, die ein Stockwerk höher brannte, zu kontrollieren. Mittlerweile wird die Dicke Bertha nicht mehr als Leuchtturm benutzt, weil sich der Verlauf der Elbe geändert hat. Die Dicke Bertha kann zu folgenden Öffnungszeiten besichtigt werden. Von Ostersamstag bis Ende September, am Dienstag 10 bis 12 Uhr und am Samstag von 15 Uhr bis 17 Uhr. Es werden auch Trauungen angeboten. Quermarkenfeuer ist ein Begriff aus der Seefahrt. Ein Quermarkenfeuer leuchtet quer zum Kurs und markiert mit dem mittleren Sektor die Stelle, an der eine Kursänderung vorzunehmen ist. Die andersfarbigen, äußeren Sektoren kündigen den Kurswechsel an. Das Richtfeuer besteht aus Oberfeuer und Unterfeuer.
in seltenen Fällen auch einem Mittelfeuer. Im Normalfall sind die Feuerträger so konstruiert, dass eine gewisse Zugehörigkeit zueinander auch aus größerer Entfernung erkennbar ist. Die beiden Feuer werden so positioniert, dass ein Schiff sich dann in einem sicheren Fahrwasser befindet, wenn beide Leuchtfeuer sich in Deckpeilung befinden. Diese Linie wird als Richtfeuerlinie bezeichnet. Das Unterfeuer ist kleiner gebaut und steht näher an der Fahrrinne als das weiter entfernte Oberfeuer, das größer ist oder an einem höheren Standort aufgestellt ist. Um auch nachts eine deutliche Zugehörigkeit der beiden Feuer zu verdeutlichen, wird normalerweise ein identisches Lichtsignal verwendet. Die Kennung sowie die genaue Ausrichtung der Richtfeuerlinien werden in Seekarten vermerkt. Um Kollisionen von ein- mit ausfahrenden Schiffen zu vermeiden, sollen beide Schiffe leicht Steuerbord rechts von der Linie fahren. Wenn ein Schiff elbaufwärts fährt, muss sich der Kapitän an der roten Quermarke orientieren und eine Kursänderung vornehmen. Ebenso bei elbabwärts fahrenden Schiffen. Bei der Fahrt elbabwärts in Richtung Elbmündung bekommt der Kapitän die Farben grün und weiß zuerst zu sehen. Jedes Jahr am dritten Wochenende im August wird vom Leuchtturm Dicke Bertha im Rahmen des International Lighthouse and Lightship Weekend gefunkt. Da hat sich einer mal ausgedacht, so ein Event zu starten. Ich glaube, der Begründer war aus Australien und das hat dann große Wellen geschlagen, ist gut angekommen international und in Europa, Amerika und Australien machen also viele Funkamateure in der ganzen Welt machen da mit. Es ist kein richtiger Contest, es ist mehr so ein Spaß, aber hat eine große Verbreitung.